So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harveys Neue Augen. Ich bin euer PS Frankenstein und freue mich, dass ihr hier seid. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Bringt mir sogar irgendwas. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Doch, ich will jetzt tun und lassen, was ich will. Der sonst so neunmal kluge Stoffhase gab keinen Mucks von sich, ob er beleidigt war. Schade, ich kann ihn nicht benutzen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Lilly wollte ihre Freunde befreien, aber sie hatte nur Dinge, um sie noch fester einzuschnüren. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Uhrin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Habe ich meine Augen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Die Polsterung, was war hier? Ich weiß es. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Die Oberin stand offen. So würde Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich... Ja, Entschuldigung, wenn ich es gerade übersprungen habe, aber ich finde es gerade irgendwie sehr faszinierend. So, ich brauche irgendwie ein Stück Garn. So ist jetzt sicher. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das! Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst nicht an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Ja! Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, danke. Bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los, 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 los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und das anschließend aufessen. Na los, Lilly, worauf wartest du? Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur.
Wookie. Wookie. Ach, das macht ja einen verrückt. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen! So. Okay, ich bin gerade maßlos überfordert. Können wir auch nicht. Ach Scheiße. Das ist jetzt vergeigt. Das ist richtig vergeigt. Schutz existiert immer noch. So. Sehr, sehr schön. Oh Scheiße, mein Erster ist tot. Was sollte das jetzt werden? Niemand schützt seine Verbündeten. Okay.
geht nicht mehr, der ist tot. Spinne schützt ihre Runde, und zwar Schussattacken. So. Scheiße, mein Ding ist tot. Schussattacke bringt mir nichts. Feuerattacke bringt mir auch nichts. Schneemannschutz sind Verbündeten, ist mir relativ egal. So. Feuerattacke bringt mir auch nichts. Bringt ein Gegner kurz da. Zu für mich zu kämpfen. Schuss, Feuer bringt mir nichts. Heilt ein Harvey. Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich den Berserker Harvey wieder. So. Wo ging es weiter mit jetzt? Ich habe immer noch Feuer und Spinne. Feuerattacke bringt mir nichts. Schussattacke bringt mir auch nichts. So. Sind die beiden schon mal tot? So, jetzt habe ich zumindest wieder motiviert, einen Harvey nochmal zu handeln. Schussattacke ist immer noch geschützt, Feuer ist immer noch geschützt. Nahkampf mit doppeltem Schaden. Wie 4 abziehen können. Heilt ein Harvey. Ja. Da kann man wieder Schuss machen. Mega Brandbrennung.
Da bräuchte ich den. So. Feuer bringt mal wieder nichts. So, langsam gehen mir die NPCs aus. So. So, jetzt kann ich nämlich Schuss machen. Dauerhaft Feuer. Schade, den habe ich schon. So. 2, 3, 4. Ich kann nochmal. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. So. So langsam wird es echt anstrengend. Ich habe echt langsam keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge gerade schon geht. Und wie ich da noch weitermachen soll. Grenzposten, Magie, Schussattacke mit doppeltem Schaden. Heißt 4 bringen aber auch nicht viel. Trifft bis zu 5 Gegner. 2, 3. Nein, nicht noch Leute umbringen. So, den Ort der HW brauche ich nachher wieder. Also hier Magie heilen Orte haben. Spinne schützt ihre Verbündeten, ist mir relativ egal. Ich kann nicht jetzt zusammen mit dem. Nee, kann ich nicht. Also ich mache hier Magie. Du hast nicht gerade mein Feuer-Harvey umgebracht. Arschloch. So. Ey. So. Dafür brauche ich den Ort der Harvey.
Ja. Nein, das kann nicht sein. Du verfluchter Hase. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Na klar, Randale. Aber wir brauchen Regeln. Sonst. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, in dem Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich warte es nur kurz nicht, dass es gleich weitergeht. Mit irgendwas Wichtigem. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly, wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Ja, dann ist jetzt auch wirklich Ende. Bis dahin. Ciao.